Seidesfjord Uhr. Hat sie als Kunstzentrum und an einer Ausstellung genommen. Und das Zentrum heisst Kaftfjell. Und da habe ich von dort weg im Berghaus über Wasserfall eine Leitung gebaut, einen Schlauch. Das Wasser in einem Bergbach oben können fangen mit so einer Aluminiumkiste. Das Wasser abgekleidet ist etwa 600 Meter weit und unten ist ein Stuhl, da muss man sich so vorstellen, ein Stuhl. Und wir haben nur eine Latte, eine Holzlatte und einen Schlauch. Und dann geht und der Gott, der Strahl so über den Mensch aus, also wenn man dort sitzt, geht er über den Rücken aus, ohne dass man nass wird. Und da ist eine Installation und die bleibt jetzt 3 Monate. Da hat es natürlich auch gewisse Probleme, du musst dir vorstellen, da kommt ja Gräs, da kommt Moos und da darf nicht in den Schlauch kommen. Da haben wir auch so ein Sieb gemacht, innen dran, und hat sich dann herausgestellt, dass das sehr schnell verstopft war, zum Glück nicht in den Schlauch gegangen ist. Dann haben wir das wieder rausgenommen, haben vorne ein Sieb, ein Salatsieb drauf getan, halbkugelförmig, dass eben die Verunreinigung nicht in die Kiste hier kommt, oder? Und das jetzt funktioniert das bis jetzt wunderbar. Das Problem ist, wenn es da fest regnet, steigt der Fluss und das kann natürlich den Schlauch auch wegreißen, oder? Natürlich sollte das nochmal möglich sein. Jetzt funktioniert es, jetzt gehe ich zurück, jetzt überlasse ich dem Schicksal und ich hoffe, also wenn es nur so Nebel rieselt wie jetzt, kein Problem, das funktioniert. Man hat auch derart geregnet, 3-4 Tage lang ohne Unterbruch, dass eben der Fluss gestiegen ist, oder? Und da hat es nochmal funktioniert. Es war überhaupt kein Vergnügen gesehen, und so wegen der Blumen, diesen Lupinien. Da sind unglaubliche Felder voll von diesen Blumen, wo ja nicht trocken sind, klatschnass, also wie schön, wenn man durchläuft, ist man augenblicklich klatschnass. Ich habe eine Abneigung gekriegt gegen die Blumen. Wir hatten sehr schlechtes Wetter gehabt.
Der schönste Tag war von gestern. Da sind wir sehr weit gefahren. Das Kaftafella, Jökull. Und haben eine Tageswanderung gemacht, den Berg hoch bis zum Gletscher. Das war wunderbar. Gut, Sonne schon. Aber jetzt ist wieder grau ab, das Wetter. Und das ist eigentlich gleich, wenn ich zurück habe, die Wärme. Ich hoffe, es ist noch warm in der Schweiz.